Naja, das betrifft eigentlich nur Bilder bei Nacht. Es ist nämlich nicht das Bauwerk, sondern die Beleuchtung als Kunstwerk, urheberrechtlich geschützt. Über die Verbreitung nächtlicher Eiffelturmbilder wacht die Betreibergesellschaft SETE. So müssen alle, die Videos oder Fotos über den Turm verbreiten, diesen mit dem Zusatz Copyright Tour Eiffel Illuminations Pierre Bidault versehen. Tja, dann sollte ich wohl nun die Bilder der anderen auf meinem Handy löschen und mir eine mündliche Erlaubnis einholen, richtig?